What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Auf meinem Kanal wird ein bisschen Veränderung stattfinden und in mir ist ein bisschen Veränderung stattgefunden. Und das wollte ich extern nach außen präsentieren. Wie man vielleicht sieht, mein Videohintergrund, mein neuer, ist noch nicht fertig. Deswegen sitze ich hier so ein bisschen lonely zwischen meinem Hufflepuff-Hauszeichen und einem Planthänger. Aber, wobei, es wird wahrscheinlich gar nicht auffallen, wenn ich es nicht sagen würde, weil eigentlich theoretisch würde es ja reichen. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Video jetzt drehen, aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, etwas zu sagen. Dann habe ich irgendwie kurz gedacht, oh, macht das überhaupt Sinn? Eigentlich ist das Video total überflüssig. Aber eigentlich war das überhaupt nicht meine Meinung. Und das ist sowieso die Wurzel des Problems. Und deswegen habe ich gesagt, nein, fuck it, das ist mein Kanal. Ich kann auf meinem Kanal erzählen, was ich will. Also wollte ich ein kurzes Update-Video geben und euch kurz einmal sagen, warum in nächster Zeit vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so viel anders wird, als ich denke, dass es wird. Vielleicht ist die große Veränderung eher in mir und drückt sich in meinen Videos gar nicht so aus. Aber ja, ich hatte das Bedürfnis, etwas zu verändern. Und das ist gut, denn wie vielleicht einige von euch gemerkt haben, gab es in den letzten Monaten sehr, sehr wenig Videos von mir. Als ich mit YouTube angefangen habe, so die ersten 2 Jahre, gab es manchmal wöchentlich sogar 3 bis 4 Videos von mir, weil ich Bock drauf hatte, weil ich richtig, richtig Spaß daran hatte. Und so in dem letzten halben Jahr kam bei mir ja eher so einmal im Monat, maximal 2-mal im Monat ein Video. Und ich denke, das ist vielen von euch gar nicht aufgefallen, besonders nicht den Neueren, weil sie es nicht anders kannten. Aber das hatte einen Grund. Und zwar einfach die Tatsache, dass YouTube mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Ich war mit YouTube komplett überfordert. Mein Kanal ist immer weiter gewachsen und gewachsen. Ihr müsst es so sehen, ich bin ein Mensch, ja? Und auf der anderen Seite dieser Kamera sitzen 120.000 Menschen. Und es war zu viel für mich. Das Problem war, dass umso größer ein Kanal wird, umso verschiedenere Menschen werden angezogen. Und irgendwann waren wir nicht mehr dieser Haufen Wuschis, die irgendwie gleich ticken, die irgendwie ein gutes Herz haben, aber doch ein bisschen asozial sind, sondern irgendwann waren auch ganz unfassbar viele Gesellschaftskritiker dabei, was ich auch bin, aber ich meine es noch auf eine andere Art und Weise. Es waren sehr, sehr viele Menschen da, die extrem kritisch sind. Und ich sag's ehrlich, wie es ist, ich habe ein Problem mit Extremkritik. Ich bin auch kritisch und ich habe auch meine Utopie vor Augen, wie die Welt sein soll, aber was ich besonders gerne mag, ist leben, lieben und lachen und dabei einfach mein Bestes tun. Und mit mein Bestes tun meine ich einfach glücklich sein und versuchen, andere glücklich zu machen und nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und egal, was ich getan oder gesagt habe, sie haben mir geschrieben, mir ellenlange Texte über ihre Weltansicht schreiben, mir ellenlange Texte dazu schreiben, warum das, was ich sage, nicht korrekt ist oder warum das nur eine Seite der Medaille ist, die ich zeige. Und das hat dazu geführt, dass ich YouTube-Videos gemacht habe und extrem krass auf meine Formulierungen geachtet habe. Das hat dazu geführt, dass immer, wenn ich etwas gesagt habe, was meine Meinung widerspiegelt, ich gleichzeitig Sätze angefangen habe wie, auch wenn man das von der Seite betrachten könnte oder auch wenn man ja eigentlich so und so, weil ich es allen recht machen wollte. Ich wollte es allen recht machen. Ich bin ein Mensch, I'm guilty. Ich bin der Mensch, der in die Masse geht und hofft, dass er nicht auffällt, damit er seine Ruhe hat. Also habe ich versucht, meinen Wortgebrauch und meine Themen ein bisschen anzupassen, damit nicht so viel Gemecker bei mir ankommt. Jetzt habe ich aber, wie gesagt, vor 3 Tagen auf Instagram etwas geteilt. Da ging es um ein Mädchen, das ist auch eine Instagrammerin und ein Model, für also so ein Plus-Size-Model. Die wurde ihr habt keine Ahnung, wie heiß es hier ist. Dieses Ringlicht ist so, so furchtbar fucking heiß. Die geschrieben hat, dass es ihr sehr schlecht geht, weil sehr, sehr böse Sachen über sie gesagt werden. Und ich habe diese Geschichte geteilt und habe mich so ein bisschen dazu geäußert und quasi so für sie gesprochen und wollte ihre Story teilen, um so ein bisschen den Gedanken klar zu machen. Und habe überhaupt nicht mit Kritik gerechnet. Und dann kamen natürlich ganz, ganz viele tolle Nachrichten von meiner Community, die ich über alles liebe und die total tolerant und voller Liebe ist. Und es kamen aber auch wahrhaftig Kritikkommentare. Kommentare von Menschen, die mir geschrieben haben, dass diese Frau aufgrund ihres Übergewichts ein schlechtes Gewissen haben sollte und die Diskriminierung des Mannes vertretbar wäre, da wir beispielsweise Krankenkassenbeiträge für sie einzahlen würden und deswegen sie zu unseren Lasten lebt. Oder
Oh Gott, es kamen viele verschiedene Sachen. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, es ist scheißegal, was man sagt, irgendwer wird kommen und du wirst so oder so kritisiert. Also habe ich weiß nicht warum, es ist ein Schalter in meinem Kopf umgegangen, der einfach, ich weiß nicht, es war so befreiend. Egal, was ich tue, ich werde sowieso kritisiert. Also mache ich doch jetzt erst recht, was ich will. So, das klingt jetzt natürlich sehr krass. 90% von euch sind die tollsten Menschen. Und jeden Tag kommen auch Nachrichten rein, die mich total glücklich machen. Oh mein Gott, das klingt furchtbar negativ, Leute, aber es war einfach mein Gedankengang. Und ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch das nachvollziehen kann, diesen Gedankengang, und ihn vielleicht schon mal hatte, oder irgendwer von euch sich vielleicht ein Stück mitnehmen kann und sagt, eigentlich hat sie recht, es ist scheißegal, was ich mache, für irgendwas werden sie mich sowieso irgendwie steinigen. deswegen habe ich mir gesagt, ich weiß nicht warum, in mir ist auf einmal die Lust wieder aufgekommen, YouTube-Videos zu machen. Ich bin gestern aufgesprungen und wollte mein Zimmer tapezieren und ich habe mir ganz viele Bilderrahmen gekauft und Dinge ausgedruckt und gemalt, die ich liebe, und will sie an die Wand machen und habe mir überlegt, wie meine Videos aussehen könnten und was ich zukünftig machen könnte. Und irgendwie hat mir diese unfassbare Welle an Kritik eine unfassbare Freiheit gegeben. Es ist so krass, sie hat mich die letzten Monate so krass eingeschränkt, dass ich mich immer weiter zurückgezogen habe und gar keine Lust mehr dazu hatte. Ich wollte eigentlich alleine auf meiner einsamen... Ich habe teilweise gedacht, boah, ich habe richtig Bock auszuwandern. Ohne Witz, ich nehme meine 7 Sachen, verpiss mich und suche mir irgendeinen geilen Kellnerjob am Strand auf Honolulu oder so. Ich habe einfach keinen Bock mehr, ich will einfach nur meine Ruhe haben und ich will keine Meinungen mehr hören. Das war wirklich so in meinem Kopf und irgendwie bin ich jetzt so total befreit und habe richtig Bock auf den zweiten Teil von 2017. Und ich habe vor, mit euch zu basteln und ich habe vor, meine Meinung zu sagen, und ich habe vor, wieder Schimpfwörter und böse Sachen zu sagen, ohne Angst zu haben, dass ich irgendeine Minderheit damit beleidige, die ich überhaupt nicht damit meine. Und einfach wieder zu 100% ich zu sein und ja, nicht immer Angst davor zu haben, was andere sagen. Sagen wir es mal so, die Leute von euch, die eine sehr dicke Haut haben, denken sich so, what the fuck, was ist ihr Problem? Aber unter euch sind doch einige Sensibelchen und die wissen garantiert ganz genau, was ich meine. Ja, ja Leute, wow, vielleicht habe ich ein paar Minuten eurer Zeit verschwendet, vielleicht aber auch nicht. Ich wollte mich melden. Das ist eins der, das waren welche der ehrlichsten Worte, die ich seit langem gesagt habe. Obwohl ich niemals gelogen habe und niemals etwas gesagt habe, was ich nicht denke, habe ich trotzdem einen Teil von mir versteckt. Und ich habe gemerkt, dass ich im Alltag viel ernster geworden bin und mir über so viele Dinge Gedanken gemacht habe und teilweise gar nicht mehr wusste, was ich zu welchen Themen denken sollte. Und ja, manchmal muss man gewisse Sachen erst lernen. Wisst ihr, manchmal kann man sich auch in Dingen verlaufen. Okay, Leute, ich laber nicht groß drum rum. Ich freue mich auf ein wundervolles Jahr mit euch. Ja, alle die Leute, die überhaupt nicht angesprochen wurden, was die meisten von euch sind. Es war trotzdem schön, euch zusammen durchzusprechen. Und alle anderen, ja, löst eure Blockaden woanders. Ich werde jetzt leider in nächster Zeit die Blockierung öfter benutzen, auch wenn ihr das vielleicht konstruktive Kritik nennt. Ich würde jetzt einfach zukünftig gern selber entscheiden, was konstruktiv ist und was eventuell nur das Abladen von Frust ist, was vielleicht woanders herkommt. Peace up, A-Town. Ich hab euch lieb, ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.